Mit einem Erbstück und auf der Suche nach Antworten kommt Anne Metzen zu Bares für Rares. Tatsächlich weiß ich gar nichts über das Etui. Also ich hoffe, dass ich irgendwas über ein paar hundert Euro bekomme. Ist eigentlich ein schönes Stück. Ja, sehr schönes Stück war das. Informationen über das geheimnisvolle goldene Etui bekommt die Berlinerin, wie alle anderen Wartenden, von unseren Experten. Heide, du hast mal gar kein Vergrößerungsglas am Auge. Was ist das denn? Schönen guten Tag. Guten Tag. Wen habe ich denn hier? Ich bin die Anne Metzen. Anne Metzen, darf ich Anne sagen? Oh ja, bitte drum. Dankeschön. Ich tue es alle an der Erde. Ja, ist recht so. Das sieht aus wie ein kleines Zigarettenetui für ganz kleine Zigaretten. Weißt du, was das ist? Nee. Nee? Von wo hast du das denn? Von wo ich das habe? Ja. Ich habe das geerbt. Mit meiner Schwester zusammen. Das heißt, wir müssen da teilen nachher, ne? Ja. Das also, muss entsprechend mit berücksichtigen. Ja, man kann natürlich besser Geld teilen als die Dose. Ist das überhaupt eine Dose? Das ist genau genommen ein kleines Tanztäschchen. Was Nein. ist das? Ein Tanztäschchen. Und zwar nahm man sich das hier so um das Handgelenk und konnte das ein bisschen verstellen. Und dann konnte man eben auch noch tanzen. Und was war drin? Das will ich gerne vorführen. Da muss ich gleich was sagen. Das ist nicht nur ein schlichter Knopf. Das ist wirklich ein Saphir-Cabochon. Ein was? Ein Saphir im Cabochon-Schliff, also rund, ja. Muggelig geschliffen. Muggelig. Muggelig, genau. Halbrund, keine Facetten. Ja. Und hier haben wir allerlei Fächer, wunderbare Fächer. Eins für Lippenrot. Ach. Eins für Puder. Nein. Und hier natürlich ein Spiegel. Und hinter dem Spiegel verbirgt sich auch noch etwas. Ja, eben, genau. Das finde ich ein genau. bisschen interessant. Eine Klammer für die kleine Eintrittskarte. Und hier ein Täfelchen, ein Elfenbeintäfelchen, das man mit einem Stift beschreiben konnte, der hier drin steckte. Und zwar war hier ein kleiner Graphitstift drin. Und vermutlich war am Ende auch ein Cabochon, damit es nicht reinrutscht. Ja. Und den nahm man dann raus und schrieb auf der Tafel, in welcher Reihenfolge man mit wem tanzen wollte. Und das konnte man auch wieder ganz leicht abwischen für den nächsten Auftritt. Toll, ne? Wirklich ein Multifunktionstäschchen. Das kann man auch zweckentfremden, auch wenn man nicht zum Tanzen geht. Wunderbares Stück. Also, die Sendung ganz trägt wunderbar. Nicht umsonst den Namen Bares ja, für Rares. Aber das ist ja. wirklich mal was ganz Außergewöhnliches. Ja, hatten wir noch nie hier und ich ja. weiß nicht mehr, wie viele Menschen schon tatsächlich da waren mit außergewöhnlichen Dingen. Aber sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ein guilloschiertes Muster. Ein was? Ein Video. Ja, ein guilloschiertes Muster. Das heißt, dieses Muster ist wirklich in das Gold eingetragen worden, eingefräst worden, muss man schon fast sagen. Das wird maschinell durchaus gemacht. Ne? Aber so geometrisch, wie es angelegt wurde, kann man es wirklich stilistisch in die 20er, 30er Jahre, eher 30er Jahre datieren. Und es stammt auch aus einer deutschen Werkstatt und dessen Stempel habe ich hier auch gesehen. Das ist nämlich hier eingepunzt. Und das Kante. Ist auch bekannt, genau, das ist bekannt. Das ja. ist Louis Kuppenheim aus Pforzheim. Ja. Und es gibt dazwischen daneben auch das, die Reichskrone im Sonnenzeichen, also Gold gestempelt, 585, 14 Karat. Mhm. Alter, ist toll. Ja, herrliches Stück, wirklich. Immer wieder tauchen solche schönen Stücke auf dem Markt auf. Man findet sie, aber sie sind selten. Das ist Doch, wirklich ein Liebhaberstück. Jetzt will ich mehr über das Erbe wissen. Das ist ein Erbstück von der Freundin, Lebensabschnittspartnerin meines Großvaters. Aha. Aber ihr möchtet das definitiv das. Nicht mehr haben. Auch jetzt, wo du weißt, dass ja, das eigentlich eine Handtasche ist. Ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt so ein bisschen so dachte, oh, ich nehme es jetzt einfach wieder mit nach Hause. Also wirklich richtig, richtig ja, schön. Das ist tatsächlich was aber immer noch nichts aussagt ja. über einen Wert. Hast du eine Wertvorstellung? Was würdest du gerne mitnehmen? Oder hat deine Schwester gesagt, pass auf? Naja, so ein paar hundert Euro fände ich das natürlich schon sehr schön. Also ein paar hundert ja. wären entweder zwei, ja. vier oder sechs. Aber wie hoch ist der Wert wirklich? Und meine Schätzung liegt hier bei 2200 bis 2400. Schön. Und wie ich mich erst freue, du. Jetzt, wo du diesen Wert weißt, du darfst schon mal einpacken, weil ich habe die Karte schon in der Hand. Ja, also, bitteschön, pass gut auf die Handtasche auf. Ja. Ja. Jetzt schreite ich von dann. Vielen Dank. Wenn ich das sagen darf, du warst nicht nur mit diesem Teil für mich was ganz Besonderes. Ah, das ist schön. Wiederschauen. Tschüss. Da lang geht's. Ja.
da lang geht's. Die Expertise hat dieses Täschchen tatsächlich interessanter gemacht, weil ich mir diese Geschichten dazu vorstelle, wie diese Frauen das dann bei sich hatten. Und, aber mich interessiert natürlich auch, was da jetzt bei dem Handeln herauskommt. Das war bestimmt eines der schönsten Stücke, die wir in der Sendung hatten. Wunderbare Qualität, schön gearbeitet, glänzendes Gold. Herrlich, die kleinsten Fächer. So etwas verkauft sich gut. Den Schätzpreis zu erzielen, gelingt nicht immer. Annes Erbstück ist zwar sehr selten, aber auch sehr teuer. Sie hat gut zugehört. Sie wird das den Handel bestimmt gut machen. Hallo. Guten Tag. Grüß Hallo. Gott. Guten Tag. Dankeschön. Ich bin gespannt. Ich habe das mitgebracht. Schauen wir uns an. Okay. Ein Tanztäschchen. Ui. Ui, alle Händler sind sprachlos. Das heißt, allen gefällt es. Könnte Gold sein. Echt Gold. Ist was Schönes. Mit Saphiren. Ja. Rabochon-Saphire. Ist Gold. Das hat man früher mitgenommen, wenn man ausging zum Schminken. Und da ist vielleicht sogar ein Pudertäschchen drin. Oder was ist drin? Nee, das ist nicht. Ja, es sind so Fächer drin, wo man Puder und Lippenstift irgendwie hatte. Mhm. Alle Händler scheinen interessiert. Das ist 85er Gold. Mhm. Gestempelt, 14 Karat. Schöne Arbeit. Das ist ja ganz was Außergewöhnliches. Echt irre. Hab ich noch nie so gesehen. Wahnsinn. Ja, das ist sehr schön. Ja, auch schwer. Es liegt doch gut in der Hand. Aber schön. Dann lassen wir mal die Goldgeier auch mal gucken. Gehen wir es gleich einmal zum Ludwig und ich schaue es mir das Letzte an. Zuerst der Ludwig, dann der Fabian, dann ich. Du kannst ja auch mal biegen als Grund. Interessant. Wahnsinn. Wunderschöne Arbeit. Also das ist eines der schönsten Exponate, die wir bis jetzt hier gesehen haben. Das kann ich Ihnen mal sagen. Massiv, ja, Wahnsinn. Die Etikette gut, schön. Ja. Tja, ich eröffne mal mit 1500 Euro, fange ich einmal an, damit es in die Gänge kommt hier. Wolfgang weiß ganz genau, dass es ein tolles Angebot ist. Er macht einen moderaten Anfang. Aber Anne hat mitgehört und weiß genau, auch wo sie steht. Ich sage mal 1600. Machen Sie eine Reise mit dem Geld, wenn Sie es heute verkaufen, oder was? Nein, ich muss es erst mal mit meiner Schwester teilen. Ah, oje, dann rechnen Sie schon immer die Hälfte weg. Ja, es muss auf jeden Fall eine gerade Zahl werden. 800 für jeden wäre es jetzt schon. Wäre es jetzt schon. Könnte noch mehr werden. Dann machen wir 1650. Dann machen wir 1700. Was ist denn mit dir los? Na, mir gefällt's. Das kann man schlecht durch zwei teilen. 1800. Zeig noch mal. Nein. Doch. Also ich bin wirklich begeistert. Ich bin ein Mensch. Ich kaufe natürlich nicht immer nur das, was mir gefällt. Aber sowas interessiert mich wirklich. Ist einfach nur schön. 1850. Sie verhält sich gut, sehr schön gelassen und wartet einfach ab. Sie weiß, dass sie ein gutes Teil hat. 19. Sagst du? Ja. Schlechte Zahl. Zum Teilen. Dann sage ich 2000. Und die kann man auch super teilen mit die ihrer Schwester. Die kann man super teilen, das stimmt. Was halten Sie davon? Wissen Sie, was man besser teilen kann? 2-1. Das ist schön. Und 2-2 hört sich noch besser an. Ja, warten wir mal. Also, ich bin bei 2100. Dann sage ich 2-2. 2-2. Und Sie? Kein Interesse. Die Susanne. Weil du es bist. Wolfgang, das gehört dir. Woher weißt denn du das? Weil ich das weiß, Wolfgang. Ja, aber 2-3 kann man so schlecht teilen. Nein, dann machst du 2-2-50. Dann hast du das. Ich sag mal 2250. Sehen Sie das, wenn man das macht? Ja. Sehen Sie, wie er mein Geld ausgibt? Sehen Sie das? Ja. Er kann das gut. Ja, er macht das gut. Ja. Und dann sage ich 2300. Aber die Dame kann gut rechnen, deswegen sage ich 2350. Das kann man ja schon wieder so schlecht teilen. Doch, das geht. Glauben Sie mir, es gibt auch 5-Euro-Scheine. 10 ist aber besser. Ja, ist mir klar. Echt schön. Ja, ich weiß.
2,4. Und dann sage ich 2440. Du willst es wirklich haben? Ich muss es haben. Gespannt. Ich muss das haben. Ja, aber 2500 Euro sage ich jetzt. Jetzt ist grad wurscht. Also, ich kann dein Herz nicht bluten sehen, Wolfgang. Komm. Ja. Auf Italienisch, Gentile Signore, kommen Sie bitte zu mir nach vorne und reichen Sie mir Ihre Hand. Wenn Wolfgang etwas haben will, dann muss er es auch am Ende haben. Und dann bietet er bis zum Schluss mit und versucht, alles auszuspielen. Natürlich Geldgebote und natürlich auch seinen Charme, ganz selbstverständlich. Wunderbar. Sind Sie zufrieden? Ja, ich bin durchaus zufrieden. Das freut mich. Das haben wir gut hingekriegt. Jawohl. Ich kann schon länger leiden sehen. Manchmal muss man einfach nur warten. Jawohl. Der Wolfgang schaltet alle aus. Und viel Spaß damit. Ihnen auch viel Spaß damit. Ja, den habe ich. Ich glaube nicht, dass ich das jemals verkaufen werde. Aha. Vielleicht halte ich es in Ehren. Vielleicht mache ich mal ein Museum auf oder so. Nur mit dem Teil. Das finde ich auch schön. Nur mit dem Tanztäschchen. Auf Wiedersehen, gell? Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank auch Ihnen. Du machst jetzt also ein Tanztäschchen-Museum auf, ja? Da kommst du stolz drauf. Ja. Also ich muss sagen, in dieser Sendung habe ich so etwas Tolles noch nicht gesehen. Ja. Also das Geld werde ich jetzt ja erst mal teilen mit meiner Schwester und den Anteil, den ich habe, den werde ich würde ich meinen Kindern gerne dann geben, aber vielleicht verrate ich es ihnen auch noch gar nicht.